Ein nicht erkundeter Ort. Was verbirgt sich da? Ein Plätze. Wie wunderbar. Oh, da kann man nicht aufsteigen in einem Hang wie diesem. Schneller. Schnell, schneller. Heute kommt der Trupp! Schießt mit Pfeilen, der Bandit. Ganz langsam, wir wollen nichts überstürzen. Noch einer. Ja, da. Leckst du mir den Pillemann, biete ich dir Freundschaft an. Leckst du mir den Pillemann, biete ich dir Freundschaft an. Dazu sage ich nichts. Ich glaube nicht. Also. War denn das mit dem Eternitätsessenz? Wird sie mit einem Bonus von 100% regeneriert, erfordert mindestens einen Adrenalinpunkt. Habe ich doch dann immer. Stehe ich nicht. Da wo ist dieses Art? A trifft alle Gegner in einem bestimmten Umkreis. Die Chance auf Niederschlag verringert sich um 21%. Was? Anforderungen? Schneidende Kälte und Blutbad. Achso, das brauche ich auch. Sehr ärgerlich. Ich brauche aber nur ein zweites, um das freizuschalten. Fertigkeitspunkt. Wie geht das jetzt mit dem... Ach, jetzt ist das Schiss, ey. Lass mich am Leben. So.
ist geil, glaube ich. Oh, viele doch. Oh je. Yeah. Ja, auf jeden Fall bis zum Wachstum beschäftigt. Vor allem nach morgen habe ich auch wenig Zeit, glaube ich. Wenig Zeit ist schlecht. Was ist das? Lauf, mich verrammt. Sind das viele? Da kann ich doch meinen Art einsetzen. Steig ab! Grausam. Leute? Jetzt habe ich keine Ausdauer. Oh nein, das Falsche. Alle eingefroren. Fällt mir sehr. Kann. Er wird wild. Ich nudel dich mit deinem eigenen Gürtel durch. Oh, ist so geil. Hilf mir! Hier! Was will er denn? Händler. Was soll denn das? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Na schön. Wird Zeit, dass ich aufbreche. Bald ist die Figur fertig, ich habe sie noch keinmal gesehen. Kann er mal dahin gehen? Oh. Geralt, du mutiger Steinbock. So, wer ist hier der Bauführer? Kann mir darüber zittern die Hände. Du? Ich kann nicht mal das Werkzeug haben. Altec, du kannst lass mich zufrieden, Hexer. Ach. Ich habe gerade keine Zeit. Ja, was gibt es? Ich möchte wissen, was das ist und was es bringt. Na, raus damit. Raus mit deinem Feuer. Geht's zu dem Glöckner. Wie der Blitz. Ich arbeite hier. Ich gar nicht erwarten. Kann ich da hoch? Bringt das was? Nee, ne? Nee. Oh. Ich habe eine Tochter, weißt du? Heiratsfähiges Alter. Wie, das kann ich jetzt nicht tun. Laufe ich halt außen rum. Ich möchte deine Tochter übrigens nicht heiraten. Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehren des Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden, wäre diese Welt ein viel besserer Ort. Erhebt eure Stimmen gemeinsam mit mir. Oh, Prophet Majoran! Oh, Prophet Majoran! So, Majoran rennt weg. Oh nein! Springt er denn nicht? Oh. Danke. Geht's zu den Glöckner, den du uns vorhergestimmt hast. Die Mädels können mich gerade niemals vom Graben und
schmalen Pfad abweichen, den du uns vorherbestimmt hast. Majoran. 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 Oh, Schatzerl. Und nein. Muss ich für den Schatz in die Höhle? Oder nicht? Da ist was ich brauche. Das Logbuch des Kapitäns. Das Tagebuch ist völlig durchweicht. Nur noch wenige Einträge sind leserlich. Wir lesen es erstmal unter Wasser. Wellhafen, 23. im Dienst. Nichts geht mehr Ärger auf den Geist als Landratten, die sich für die Größten halten. Doch Graf Jean-Joël Bellerger, so lässt der dreiste Drecksack sich von mir anreden, konnte mich ein wenig besänftigen, indem er einen ordentlichen Beutel voller nilfgaardischer Kronen auf den Tisch warf. Unleserlicher Abschnitt. Sein Gefolge belud das Schiff mit Paketen und hiefte dann diesen riesigen Käfig an Bord, der mit Segeltuch bedeckt ist. Graf Bellerger sagte, darin sei eines dieser berühmten gestreiften Pferde aus Sangebar, ein Geschenk für Herzogin Henrietta. Route von Bellhaven nach Buclair, 24. Tag im Dienst. Wir hatten mit diesem sangebarischen Gaul nichts als Ärger. Er knabbert am Deck, als wäre er nicht bei Trost. Außerdem müssen wir aufpassen, dass die Pläne fest auf dem Käfig. Dass die Plane fest auf dem Käfig liegt, da die Kreatur so empfindlich gegen Sonnenlicht ist wie ein Vampir. Was soll die Herzogin mit einem gestreiften Pferd, das sie nur nächtens reiten kann? Diese Aristokraten soll einer verstehen. Unleserlicher Abschnitt. Route von Bellhaven nach Beauclair, 25. Tag im Dienst. Potztausend, donnernde Seeteufel. In dem Käfig war kein Pferd, sondern ein verfluchter Glumar. Diese zu groß geratene Ratte hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff zum Kentern gebracht und sich ins Flussbett eingegraben. Dieser Idiot Bellerger fiel auf die Knie und flehte mich an zu helfen, das Monster zu fangen. Er gab mir den Schlüssel zu der Truhe mit den Juwelen, die er die ganze Fahrt über bewacht hatte, und schwor, der Schatz solle mir gehören, wenn ich die Bestie Ding festmache. Am liebsten würde ich mir einen dicken Prügel schnappen, ihm das Ding über die Birne ziehen und mir die Truhe gleich jetzt greifen. Aber ich bin ja kein verschissener Pirat. Ich sammle die Männer, die den Untergang überlebt haben, und dann versuchen wir gemeinsam, das Monster in unseren Netzen zu fangen. Der Graf behauptet, irgendeinen Trick zu kennen, wie man sich an das Vieh ranpirschen kann. Tja. Ich glaube nicht, dass ich da so leicht ranpirschen kann. Weil die schon ein bisschen schwerfälliger sind, diese Dinger. Tauchgang. Wahrscheinlich ist der Sachs vielleicht zum Ausweichen. Wenn wir die Schatztruhe finden, ich soll das ja gar nicht töten. Kann das da ruhig mal. Leider meine Hexe sie nicht einsetzen. Der Typ kämpft. Hit. Krass, bin ich stark.
hier das Schemateil. Was denn für ein Schema? Schädigtes Tagebuch. Chaotisch geführtes Tagebuch mit zahlreichen Tintenflecken ohne Daten. Hallo. Was zum Teufel ist in mich gefahren? Wie komme ich bloß dazu, in Gegenwart der allergnädigsten Herren eine Ballade von Rittersporn anzustimmen? Ach, auf so dämliche Art in Ungnade zu fallen. Ich, ein junger, ambitionierter Politiker mit brillanten Aussichten am Herzogshof, jetzt wegen meiner Dummheit verbannt. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gnade der Herzogin zu erflehen. Angeblich hat der Kaiser ihr ein sehr merkwürdiges Geschenk gemacht, einen Glumar. Mit dem müssen sich die Ritter beim Turnier messen, wenn ich der allergnädigsten Herrin nun ein ähnliches Geschenk darbieten würde. Unvorstellbar, die Götter lächeln mir zu. Ich habe in Bellhaven einen Hexer getroffen, der bereit ist, mir mit einem jungen Glumar zu fangen. Natürlich verlangt er ein Vermögen dafür, aber ich bin zu allem bereit, um die Gunst der Herzogin zurückzugewinnen. Der Hexer hat eine Anzahlung genommen und ist zu den Amelbergen aufgebrochen. Ich habe ihn geschafft. Mit einem Geschenk, das eines Kaisers würdig ist, kann ich endlich ins Herzogstum zurückkehren und auf Vergebung hoffen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Glumar sicher nach Beauclair transportieren kann. Ich habe mein Gefolge versammelt und das gute Schiff Susanne bestiegen. Bei günstigen Strömungen werden wir in nur 3 Tagen in der Hauptstadt sein. Ich fühle mich wie der Held in einer Elfentragödie. Es scheint doch alles so wunderbar zu verlaufen. Da schlägt die Katastrophe zu und streckt mich nieder. Der Glumar hat sich durch das Deck gefressen, das Schiff versenkt und sich ins Flussbett gegraben. Ich flehe den Kapitän an, mir gegen mein übriges Vermögen dabei zu helfen, das Monster wieder einzufangen. Ich werde mich an den Rat des Hexers halten und die Bestie mit Rautenrauch besänftigen. Vielleicht soll ich das auch mal versuchen. Dann können die Matrosen es mit einem Netz fangen. Ich bin erledigt. Die Sache mit dem Rautenrauch hat nicht geklappt. Okay, ich lasse das. Der Glumar wurde wild und hat fast alle getötet. Ja, der Kapitän konnte entkommen, aber so schwer wie er verwundet war, dürfte er nichts geschafft haben, aus der Höhle zu schwimmen. Nun sitze ich hier verlassen und höre, wie der Glumar die Überreste der Matrosen frisst. Du, der mein Tagebuch gefunden hast, wer du auch sein magst, nimm den Rest meines Vermögens, was sollte ein Häuflein modriger Knochen noch damit anfangen? Doch zum Ausgleich bitte ich dich auf meine Gesundheit, mein trauriges Schicksal, auf den Helden einer wahren Elfentragödie zu trinken. Was für eine Elfentragödie. So, Schema T. Das ist wohl ein Schwert vielleicht. Greifenschwert. Da, alle Teile von plus 10 Schaden. Aber warum war das grün? Es ist doch braun. Naja, egal. Kann man hier runterspringen? Ja, klar. Oh, ein Fehlmops. Wie blöd. Los! Go! Eine Reiterroute. Vielleicht finde ich hier einen Weinstütz. Irgendwo. Nicht gut. Was denn? Die 4. Gruppe. Die Quest hatte ich doch schon, oder nicht? Blut. Sehr viel Blut. Nicht gut.
Da stimme ich ihm natürlich zu. Kikimoras. Folge der Spur. Mach ich das doch. Zum Glück ist sie so breit. Hä? Oh. Das kann ich jetzt nicht tun. Das stinkt. Schnell, dann kann es ja auch schnell wieder weg. Gut, weil du gerade nicht läufst, wenn du Schwert so schön leuchtet. Kikimora-Eier. Ich muss sie einäschern. Hab ich doch fast. Ah, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Waren die vermisst? Das wusste ich nicht. Ich gewinne das Spiel auf jeden Fall. Achso, das Nüsschenspiel. Ich habe schon gestern und heute 1400 Nüsschen verloren. Ich spiele es erstmal nicht mehr. Aber theoretisch liegt die Chance, es zu gewinnen, glaube ich, bei 50%. Hm. Vermisste Arbeiter. Beweg dich! Kiste. Ein Tagebuch vielleicht? Nein, ein Brief. An die Mutter. Liebste Mutter, vergib mir, dass ich ohne ein Wort geflohen bin, aber wenn Vater Wind von meinen Absichten bekäme, würde er mir lieber die Knie brechen, als mich gehen zu lassen. Bitte verstehe, dass das Dorfschreiberleben nichts für mich ist. Ich will nicht wie mein Vater enden, mein Leben über Folianten gebeugt verbringen und im Lauf der zahllosen Tage und Nächte im dunklen Büro allmählich das Augenlicht einbüßen. Ich möchte ein Leben voller Abenteuer. Vielleicht besuche ich dich eines Tages, liebste Mutter. Bis dahin wünsche ich dir Gesundheit und Glück. Dein dich liebender Sohn Fabrice. Und auch ihn hat kein gutes Schicksal ereilt. Gab's jetzt mal. Egal. Schnell weiter. Beweg dich! Ach Scheiße, ich bin hinten gar nicht mehr reingegangen. Wo war das? Da. Oh, egal, das kann ich gleich machen. Nachdem ich diesen Typen befreit habe, kommt man da runter.
ohne zu sterben. Komm schon, Hexadepp! Schaffst du mich? Ja, ich komme leider nicht. Ich hänge jetzt hier drin. Das wird ja nicht lange dauern. Ein Leben gegen ein Leben. Hilfe! Flinkes Wiesentier! Rette mich! Ja, hier. Was kannst du denn? Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich. Es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Wuchs, wer erfährt Nüsschen? Und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Klar, auf Coronata wollte ich schon immer mal. Geh voraus, ich folge dir. Weiß ich endlich mal, wo das ist. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Nein. Zeig mal, was du hast. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonntau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Das ist schlecht. Danke. Bis dann. Er lässt das einfach so unkommentiert stehen. Oh, und sind hier keine... Reisemöglichkeit. Das war ein schlechtes Anwesen. Aufsteigen. Aus diesem Garten raus. Ach, das ist direkt hier. Schön. Das ist weiter. Zu. Komme ich den Schlüssel bestimmt bei irgendeinem Lager hier. Ich war doch gestern schon. Ich gehe halt hier rein. Bach wohl tief genug, um da drin zu landen? Oder fließt der unterirdisch irgendwo lang? Vielleicht von da vorne? Töten wir! Morden wir! Tanzen wir!
Ah, diesmal hat's geklappt. Oh, da steht noch einer. Es geht so ab. Die Hanse vergisst nie, Grauzottel. Okay, okay. Die Hanse existiert bald. Warum kasselt er denn nicht? Ja, jetzt zu spät. Weißes Schwert. Holt mich bestimmt kein Tod. Habe ich eigentlich schon andere Farben? Ah ja, was ist das denn? Schwarze Rüstung, graue Rüstung, blaue Rüstung. Ja, Wahnsinn. Das sieht ja fast gut aus. Und ein Akzent an den Handschuhen. Perfekt. Fällt gar nicht so auf. Wo geht's denn hier lang? Was ist denn das hier? Ein sinnloser Gang. Wegen dem Freudenfeuer da oben. Was die ja eh gar nicht zum Hilfeholen benutzt haben. Warum zum Teufel bist du hergekommen? Komm her, komm schon! Gegen uns hast du keine Chance! Okay. Verlieren wir die Nerven. Komm her, komm schon! Ah, er hat sein Schild verloren. Lots Tagebuch. Lesen. B. Die meisten Einträge sind unleserlich. Einige Seiten sind mit Tinten und Fettflecken bedeckt. Tag 143. Wir werden immer beliebter. In jüngster Zeit strömen sie in Scharen herbei, um unsere Hansa beizutreten. Ich musste sogar schon einige wegschicken. Leider sind die meisten hohlköpfige Taugenichtse. Wenn man die eine Karawane überfallen ließe, würden sich sogar die Pferde vor Lachen einpissen. Darum habe ich die Ausbildung der neuen Rekruten Carlo übertragen. Er hat südlich des Luxfelsens, bei dem die Hexe lebt, ein Lager aufgeschlagen. Ich verabscheue diese alten Weiber wie Pesttauch und würde ihr gerne einen Scheiterhaufen bereiten. Aber nach dem, was auf dem Kutterin-Anwesen geschehen ist, ich verwette meine Kronjuwelen darauf, dass das ihr Werk war. Also lässt man sie am besten in Ruhe. Tag 167. Es ist entschieden. In 2 Tagen wird alle Welt nur noch vom Ritt einer Bande durch Fuchstal reden. Meine Jungs brauchen etwas Kurzweil. In Fuchstal gibt es viele Männer auszuweiden und viele Frauen zu vergewaltigen. Das wird ein Spaß. Es geht das Gerücht, dass in dieser Gegend Tontöpfe aus dem Boden wachsen. Wenn das stimmt, stelle ich ein paar dieser Bauern zusammen, damit sie die Töpfe ausgraben und wir ein Geschäft aufmachen können. Heutzutage muss man als Unternehmen flexibel sein. Also satteln wir um. Statt Kaufleute und Ritter zu metzeln, verkaufen wir Teetassen. Ja, das ist doch mal was.
Tag 182. Ich dachte schon, mein Geist versucht, sich durch meinen Hintern zu verdrücken. So übel haben unsere Küchenleute das Essen versaut. Als wir danach von Rittern angegriffen wurden, war keiner unter uns mehr stark genug, ein Schwert zu halten. Wir mussten dringend einen richtigen Koch besorgen. Gefährlicher als ein Idiot mit Schwert ist nur ein Idiot am Kochtopf. Vielleicht ist ein kurzer Überfall auf die Taverne zum Basilisk die Lösung. Wie herrlich wären ein paar Meeresfrüchte nach dem ewigen Eintopf. Ja, vielleicht wurden wir auch vergiftet. Ist hier noch irgendwas Schönes? Oh, neuen Florin Rich Boys. Ihr könnt wieder in den Berg, ihr Ritter. Interessant. Vielleicht gucke ich mir das mal an morgen. Dann stehe ich eigentlich schon wieder mittendrin. Kann ich noch mehr krasse Zauber machen. Schlag einmal die Löwe. Mach langsam. Nein, mach schnell. Hier findest du keine Arbeit. Angeblich so viel Hexe geben. Weißt du, was für Fackeleien sie aussehen? Oh, 6 Minuten noch. Drei krasse Fragezeichen. Piep, 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 piep. Ohne Lohn rührt sich Majorans Bart. Das stinkt vielleicht. Ja? Entschuldige, kannst du mir vielleicht helfen? Da sind bestimmt wieder so Spinnen. Du siehst wie ein starker Mann aus. Was gibt's denn? Ich habe ein altes Lagerhaus ersteigert. Jetzt stellt sich raus, dass es stinkt wie eine ophirische Speisekammer und laut ist wie ein Bordell in Novigrad. Verseuchte Weinlaus! Ich habe meine gesamten Ersparnisse investiert und nun traue ich mich nicht hinein. Bitte hilf mir, Hexer. Bitte hilf mir. Ich könnte mich der Sache annehmen, solange du mich bezahlen kannst. Hab doch Gnade, Mann. Der Laden selber hat mich schon ein Vermögen gekostet. Kannst du nicht noch etwas runtergehen? Ein wenig. Also gut, so sei es. Wir sind uns handelseinig. Na gut, ich sehe mir das Lagerhaus an. Ich tue, wofür ich bezahle. Was gibt's hier drin? Aasgestank. Nekrophagen. Ist das hier das Lagerhaus? Verdammt, bist du hässlich. Haha.
kommen die halt noch endlich raus. Wie, das war's schon? Beweg mich nicht, aber fall trotzdem. Gerald ist ein bisschen unruhig. Hoch. Oh, geil, wie das glänzt, ey. Knackarsch. Und? Ist das Lagerhaus jetzt sicher? Nun, hast du dich um ein das Lagerhaus gekümmert? Lagerhaus ist wirklich sehr Das sicher. Lagerhaus steckt voller verrottendem Fleisch. Ich musste erst ein paar Ghule loswerden. Bei St. Majorans Schwielen. Und jetzt? Ist es jetzt sicher? Mhm. Aber du solltest das Fleisch schnell loswerden, bevor die nächsten Ghule kommen. Ja, natürlich. Ich werde zu Tzwiit einige Männer hinschicken. Zu Tzwiit. Brauchst du übrigens irgendwas? Meine Bestände sind gerade etwas mager, aber komm in 2 Tagen wieder und das Angebot ist vollständig. Du kriegst einen Rabatt, der dich umhaut. Wozu haben die Vorbesitzer das Lagerhaus eigentlich verwendet? Wieso war es voller Aas? Es hat zuvor Gottfried Norg gehört. Ja, dem Norg. Toussaints berühmtestem Schlachter. Jedenfalls, bis er mit seinen Saucisses à la Motard den halben Hof der gnädigen Herzogin vergiftet hat. Er ist wohl in Ungnade gefallen. Ungnade trifft es nicht ganz. Er wurde in den Kerker geworfen. Dann wurde sein Besitz konfisziert und versteigert. Das ist aber auch schlimm, ne? Den halben Hof zu vergiften. Oh, das geht noch. Komm schon, Plätze. Gleichzeitig hergestellt, die Sachen, ne? Also einfach mal 40% mehr verloren, die Rüstung. Ich habe eigentlich schon wieder Trophäen. Ja, nur die. Die kann ich nicht aufhängen. So, und jetzt auch schon wieder Ende.